Hallöchen zusammen und willkommen zu diesem zweiten Teil zum Zucht-Update der Jorvik Reitakademie. Mein Name ist Rosa, ich bin verantwortlich für den Bereich Zucht und Haltung an der Akademie und ich freue mich nun endlich mit euch alle Infos zu den Zuchtstuten teilen zu können. In diesem Video geht es also um die Siegerstuten der letzten Hengstvorführung der Jorvik Reitakademie. Wer das verpasst hat, schaut mal hier oben rechts auf die Infokarte, da ist das Video verlinkt. Und weil ich so unglaublich viele An- und Nachfragen bekomme, wann die nächste Hengstvorführung stattfindet, ja, es wird eine nächste Hengstvorführung geben. Judy und das ganze Team sind schon in der Planung, aber ihr bekommt rechtzeitig Bescheid, wenn es soweit ist. So, das soll's vorweg auch schon gewesen sein und jetzt starten wir und ich erzähle euch ein bisschen was über die Stuten, wie der aktuelle Stand ist und natürlich, ob wir Fohlen erwarten. Im ersten Teil konntet ihr ja so ein bisschen in mein Berufsbild reinschnuppern, was den ganzen theoretischen Teil betrifft, aber ich bin natürlich auch praktisch tätig und kümmere mich um den kompletten Zuchtbereich der Jorvik Reitakademie. Und dazu gehört die Planung und Beratung der jeweiligen Anpaarung von Hengst und Stute, sowie dann die Betreuung zum Züchter hin, sowie natürlich auch die Auswahl und Beurteilung von geeigneten Zuchtpferden und auch Präsentationen auf Zuchtschauen und selbstverständlich die Betreuung unserer tragenden Stuten hinsichtlich Fütterung, Haltung bis hin zur Geburt des Fohlens und zum Absetzen des Fohlens, wobei wir jetzt beim Lieblingsteil meines Berufes angelangt sind. Ja, es ist jedes Jahr aufs Neue immer wieder ein magischer Moment, unser Zuchtbuch aufzuschlagen. Und weil es nicht nur für uns ein ganz besonderer Moment ist, wenn wir die Stuten und die Hengste zusammenführen, sondern bestimmt auch für euch und die Züchter, möchte ich euch jetzt genau davon erzählen. Ja, mit Cool Candy und Coco Warrior haben wir wirklich ein ganz fantastisches Paar auf der Deckstation. Candy ist einer unserer erfolgreichsten Sport- und Deckhengste und für Coco war es tatsächlich schon der zweite Decksprung. Beide haben sich auf Anhieb super verstanden und sind ein ganz bezauberndes Paar. Ja, und bei der Zusammenführung von Solo und Snow's Park mussten wir, wie jedes Jahr, wieder ein bisschen über Solo schmunzeln. So erfolgreich und angeberisch er ja im Dressurviereck ist, so schüchtern ist er immer bei den Stuten. Ja, und die charakterstarken und temperamentvollen Mavaris sind da schon eine ganz andere Nummer. Wir wussten natürlich, dass Chaos eine sehr, sehr liebe und ruhige Stute ist. Mit Dusty haben wir aber jemanden in der Deckstation, den wir das erste Mal sozusagen beobachten können. Und er war sehr, sehr aufgeregt. Und Chaos Storm hat das wirklich super gemacht und ihn sehr, sehr schnell auch besänftigen können. Und kommen wir nun zu Lost Love und Holly Hope. Holly ist nicht nur ein unglaublich talentiertes Springpferd, sondern auch sehr, sehr verspielt. Sie hat sich wirklich bitten lassen und Love hat sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben, sie für sich zu gewinnen.
Sie mussten ein bisschen warm werden miteinander, aber zum Schluss hat das auch super geklappt. Und kommen wir nun zu Marble Moon und Silent Breeze. Ja, und dass Marble noch ein wenig grün hinter den Ohren ist, hat sich dann hier auch gezeigt. Er wusste gar nicht so recht, wohin mit sich. Und ich würde mal sagen, Silent hat ihn da noch so ein bisschen eingenordet. Und dann hat es aber auch gar nicht lang gedauert. Und die beiden waren ein Herz und eine Seele. Ja, und zu Butterbee und Rose Kiss kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass es wirklich eine traumhafte Zusammenführung der beiden war. Es gab keine Probleme, beide waren sofort zuckersüß miteinander und Außenstehende hätten nicht für möglich gehalten, dass beide Pferde zum ersten Mal auf der Deckstation sind. Also eine traumhafte Zusammenführung auch für diese beiden englischen Vollblüter. Ja, so weit, so gut. Wäre das also der erste Teil. Und der zweite ist dann natürlich die Trächtigkeitsuntersuchung, die unser hauseigener Tierarzt durchführt. Und da gibt es sozusagen zwei davon. Die erste nach circa 17 Tagen und eine zweite sollte so nach 60 bis 90 Tagen folgen, weil so nach ungefähr 30 Tagen kann es schon mal sein, dass so ein Embryo, der sich dann eingenistet hat, in der Gebärmutter auch wieder abgestoßen wird. Bei jungen Stuten kommt das zum Beispiel oft vor. Und wie die Trächtigkeitsuntersuchungen abgelaufen sind, das zeige ich euch jetzt. Starten wir also mit Coco Warrior und wir hoffen natürlich alle, den nächsten großen Dressurnachwuchs hier zu erwarten. Und was sagt unsere Tierärztin mit dem Ultraschall? Oh wunderbar, es hat geklappt! Das ist toll! Weiter geht's mit dem nächsten Dressursternchen, Snow Spark und Solo Star. Ob Snow tragend ist? Ja, oh wunderbar! Doppeltes Glück für den Dressurstall. Kommen wir nun zu Chaos Storm und Dusty Darling. Die Zusammenführung war ja etwas holprig, hat dann aber doch noch geklappt und wir werden jetzt vom Tierarzt erfahren, ob Chaos tragend ist. Na bitte, auf den Charakter dieses Pferdes bin ich sehr gespannt. Kommen wir nun zu Holly Hope und Lost Love. Das war ja alles ja, von Hollys Seite aus sehr, sehr spannend gestaltet bei der Zusammenführung. Und ich bin sehr gespannt, ob sie tragend ist. Oh, bei diesem Springnachwuchs, der da kommt, können wir uns alle mal ordentlich festhalten.
Ja, und bei der zweiten Trächtigkeitsuntersuchung für Silent konnte ich tatsächlich mit vor Ort sein und ich kann euch hier ein Original-Ultraschall-Video zeigen von dem kleinen eingenisteten Embryo in der Gebärmutter und man hört sogar den Herzschlag. Wahnsinn! Und natürlich ist Silent somit auch tragend. Wir freuen uns sehr. Und last but not least, Rose Kiss und Butterbee. Was meint ihr, können wir Nachwuchs in der Vielseitigkeit für die Akademie erwarten? Es ist ja unglaublich. Wir freuen uns auch hier riesig. Was für ein glückliches, gutes Jahr für die Zucht an der Akademie. Ja, dieses Jahr scheint wirklich unter einem super guten Stern zu stehen. Alle Verpaarungen haben geklappt und wir drücken natürlich die Daumen, dass alles gesund bleibt, bis die Fohlen zur Welt kommen. Das wird übrigens Richtung Spätsommer, Herbst so ungefähr der Fall sein. Und bis dahin kümmern wir uns natürlich um unsere Stuten. Das beste Futter, ausreichend Bewegung. Über den Tag stehen sie natürlich auf den Stutenweiden mit vielen anderen tragenden Stuten zusammen. Für die Nacht kommen sie in die Box und dann morgens gleich wieder raus und ihr müsst jetzt hier gleich wieder gucken kommen, wenn die Kamera da ist, ne? Das ist mir klar. Ja, du vor allen Dingen, Holly, ne? Du kleine Nase, du hast es unserem Lost Love nicht einfach gemacht. So, und mit euch zusammen fiebere ich nun auf den Tag hin, bis unsere Fohlen endlich auf der Welt sind. Bis dann! Lassen wir mal hier noch schnell mal durch. Da kommt das nächste Pferd. Schön. Schön. Ich freue mich. Es ist wirklich, du hast eine Freundschaftseinladung. Essen. Wieso habe ich das nicht auf? Gebiet weg, Stall weg, Club weg, Freunde weg, Gruppe weg, Chat weg, alles weg. So. Okay. Ja. Mitten eine dicke Hummel durch die Linse. Na gut. Die ist jetzt berühmt. Geil, da fällt mir gleich so ein Outtake ein, wo so ein Pfeil drüber ist. Hello, mein Instagram-Account ist B. Kann ich Kira da abschneiden? Ja, kann ich aber. Verschwindet der. Weggeschniegt. Geil. Sehr schön. Haben gerade richtig niedlich die Töpfe zusammengesteckt. Das sind voll die süßen Aufnahmen jetzt, so komplett auch schon, ja. Finde ich. Vor allem, wenn die Andalusia nicht so genervt die ganze Zeit gucken würden, wenn sie da stehen. Auf jeden Fall. Bitte jetzt. Okay, das können wir gleich nochmal machen, weil da ein Pferd kam. That's my life. Kater wird zwei Pferde. Ach ja. So lange dauert wie letztes Mal. Nein, ich bete darum. So, okay. Ist natürlich auch clever. Erstmal einen Bonbon rein beim Vertonen. Toll. Super. Einmal mit Profis, ey.